So. Der wird uns die Bomben geben, oder? Und dann fliegen wir mal nach Durnhold. Ich kann auch P machen. Hi. True. Vielen Dank. Und ich muss an diesen Einsteiger-Chat immer rausgehen. Da bin ich schon draußen. Aber ich kann nicht rausliefen, oder? Mich nervt so ein bisschen, dass dieser Chat hier da drüber steht. Der muss ein bisschen länger, damit die machen das mal so. Und dann gehen wir einmal rein. Was haben alles nur Makros? Glaubst du, waren das Makros? Oder habt ihr mir wirklich Hallo gesagt? Ich frage mal nach. Ein neuer Spieler mit 30er Stunden braucht Hilfe, ja. Help. Tja. Wer weiß, wer weiß. Das war doch sicher auch nur Makro. Du kannst wirklich nicht leave Einsteiger-Chat. Es geht nicht. Keine Möglichkeit. Du bist gezwungen, da drinnen zu bleiben. Auch wenn die Leute dich da drinnen beleidigen sollten oder irgendwas. Bin zu faul für Makros. Nice. Es waren also keine Makros. Sehr schön. Also, da wären wir. Ich habe doch den hier, ne? Und dann gehen wir hier mal rein. Oh, wir sind schon ein richtiger Retail-Tank geworden. Sprinten einfach durch und pullen alle Mobs ran. Wir lernen. Und die machen aber wieder gut Damage, ne? Wow, aber jetzt hattest du Socializing. Aus Halo kommt normalerweise nicht viel. Nee, ich bin da auch sehr froh. Ja, die haben sich richtig Mühe gegeben, Hallo zu sagen, die Leute. Aber vielleicht war es auch, weil ich hier gesagt habe, Seite war das wirklich echt oder nicht. So wie ich den Dungeon kenne, ist hier der erste Boss, ne? Hier direkt. Piu! Der pullt auch nochmal welche ran. Wunderbar. Ich bin Mentor, wenn ich Beleidigung sehe, melde ich die sofort. Okay. Ja, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Also keine Möglichkeit zu geben, aus diesem Mentoren-Chat rauszugehen, finde ich immer ein bisschen doof. Ich finde, Leute sollten entscheiden dürfen, ob sie Mentoring wollen oder nicht. Oh, wir müssen die Bomben machen. Da war was. Ah, der macht eine Bombe, okay. Einmal ein Disoriented. Hol mich hier raus. Solange ich diesen CC drauf habe, kann ich, glaube ich. Gehen die, glaube ich, auf andere Leute rauf, ne? Hallo Exi, einen wunderschönen. Ich finde das lustig, wie süß es. Ich finde das süß, wie Split das hier in dieser kleinen Gruppe ist. Ja, manche sagen geil Retail, manche sagen Müll. Finde ich auch sehr lustig, ja. Aber ich bin mittlerweile so, ich bin wirklich offen für alles, ne? Ich denke mir, irgendwie hat jedes Game seine Vorzüge. Und so langsam macht ein Retail auch ein bisschen Spaß. Natürlich wird Classic immer meine Liebe bleiben. Hallo Raphael, einen wunderschönen. Oder Raphael, ja. Hallo. Ich hätte gerne, wie damals erwähnt, Remastered Classic mit neuem Content. Oh ja, das wäre so schön, ne? Das wäre wirklich cool. Aber ich glaube, das werden wir nicht kriegen, ehrlich gesagt. Zauberchance zu blocken. Oh, warte, wir haben einen Boss hier, ne? Musst du kurz mal durchlesen. Danke für den Drop. Da
Gar kein Problem, der ist irgendwie automatisch. Warte mal, was ist passiert? Oh, warte, mein Hammer hat sich verändert. Ich muss sogar kurz gucken, irgendwas ist passiert hier. Heiligen Schaden und... Okay, wir nehmen den Rechtschaffenden mit, ne? Mackis Tricks. Danke für den Follow. Also, diese Quality of Life-Ding wie Transmog und so brauche ich ehrlich gesagt nicht in Classic. Aber ich würde gerne sowas haben wie neue Raids, mehr Herausforderungen in Dungeons drin und sowas. Das wäre cool. Das wäre schon eine coole Sache. Genau, Scarlet Monastery Raid. Der Uldum Raid. Ne? Solche Dinge. Und dann, wie gesagt, dürfen die Raids aber auch nicht overtuned sein, dass sie extrem gutes Gear droppen. Sondern einfach Gear, was gut ist, ja, brauchbar ist, aber nicht super, super broken. Genauso wie M-Plus Dungeon. Ich würde mir wünschen, dass du in Classic WoW jeden Dungeon auf Level 60 machen kannst. Auf Level 60 Niveau. Und dann einfach so ein Loot kriegst wie OSDM ungefähr. Ja, Dead, Dire Maul. Ja, das wäre ganz cool. Wir müssen in den Keller gehen, ne? Was mache ich ja nicht hier oben? Sorry. Ich muss in den Keller, haben sie geschrieben im Chat. Hallo, Mr. Thrall. So, wir können... Der Fokus im Retail liegt halt nicht auf dem Level, sondern Endgame. Was ja auch komplett fein ist, ne? Ich bin das erste Mal DZ drin, ja. Die Leute reden sogar miteinander. Ich muss mal diese Rufdinger ausmachen. Das mache ich hier, oder? Ruf, mach mal weg. Ich hatte gehofft, ich könnte Classic moderne Grafik nutzen. Also Classic-Grafik, muss man sagen, die wurde sogar schon erhöht. Ja. Also die Classic-Grafik, die wir heute haben, die ist sogar schon verbessert worden. Das ist nicht die von damals. Zeitwanderung Raids gibt es, die sind sehr happig. Also wo man die früheren Raids macht, richtig? Hier sind noch Loot-Dinger. Netherstoff dabei. Sehr gut. Auch die neuen Models mit den Völkern. Nee, nee, nee. Ich mag die Classic-Models viel, viel lieber als die neuen. Ich glaube, da hättest du sehr vielen Leuten auf den Schlips getreten, wenn du die neuen Modelle eingeführt hättest in Classic. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die alten besser. Vom Aussehen her. Einstellbar. Ja, wenn man das so einfach hinbekommt. Du meinst, dass nur du die neuen Modelle siehst und die alten, wenn du die alten sehen willst, dann... Es geht bestimmt irgendwie. Aber alles schwierig. Und ich glaube, hier müsste der Boss gleich kommen, richtig? Wo ist der Gute? Der kommt gleich an mit den zwei Kollegen nebendran. Ein Reiter. Geglaubt, dass ihr entkommen könnt. Ich glaube, er hat's geglaubt. Ihr und eure Verbündeten werdet Schwarzmoor Rede und Antwort stehen müssen, nachdem ich meinen Spaß mit euch okay, hatte. Der Synchronsprecher ist sehr schlimm. Also der Synchronsprecher gerade war schon ein bisschen... Der war nicht so gut. Sehr cool.
Dann nehmen wir mal das Pferd, lieber Thrall. Und dann laufen wir mal weiter. Nun gut. Ich mag den Dungeon ganz gerne sogar. Ich finde ihn ja echt wirklich, als ohne Spaß, ich finde ihn wirklich cool. Ich habe trotzdem schon 20 Chars auf 70. Das ist schon eine Menge. Ich habe ja meine Chars aufgezählt, ne, die ich gerne machen würde. Ich liebe den Levelstopp. Ich hatte sogar meine ganze Community dafür leider ausgestorben. Was genau hast du bei dem Levelstopp gemacht? War das so eine Sache wie Raiden mit dem richtigen Level auf den richtigen Bossen, oder? Luther, was ist euer Wunsch? Alles Mögliche, okay. Wann kann ich mir Tier 2 farmen? Also Transmog. Also wann kann ich BWL alleine machen? Warte, ich brauche... Ne, den Kopf brauche ich nicht. Brauche ich nur Nyxia Cloak für Nefarian? Oder werde ich von dem nicht gewone-shottet? Weil ohne Cloak bist du ja nicht tot, ne? Da müsste ich mir noch einen Uni-Cloak besorgen, theoretisch. Ich wäre mit dem Scaling zusammen, ist mir nur auf Max-Level gefarmt. Okay. Bei so ein Tier 2-Set würde ich schon mitnehmen. Ich würde behaupten, dass die Level-Stop-Community nicht ausgestorben ist. Ne, er hat wahrscheinlich gesagt, dass er so eine Community hier hatte. So eine Gilden-Level-Community, wie wir die jetzt haben. Und die ist wahrscheinlich ausgestorben. Ah, jetzt. Sie sind dahin gewechselt, wo der Stopp noch aktiv ist, also noch Classic. Okay, und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich sind sie drüben. Ja. Warte mal, wieso ist der so ein... Der ist so ein Lux. Cool. Mit 45 müssten die machbar sein. Vielleicht, ja. Können wir irgendwann mal ausprobieren. So, dann gehen wir mal weiter. Und hier kommen gleich die Leute raus, ne? Ist hier nicht auch die kleine Graumähne? Jo. Das ist das Ding, was später in Westfall ist und sehr alt ist, ne? Die Graumähnen-Quest in Westfall. Das ist das Babypferd davon. Also. Da sind die Mobs. Die ja mal down. Aber so fürs normale Leveln würde ich eigentlich immer tanken, wenn es geht, oder? Also tanken ist ja jetzt in diesen Dungeons. Da ist ja alles andere als schwierig. Ich bin der Boss aus Zulaman. Darf ich einen Link posten? Kannst du leider nicht. Ich habe keinen Chatbot. Der wird einfach von Twitch getimeoutet. Aber ich lese mich dann noch rein, Dominus. Trotzdem vielen Dank. Okay, wir sind einfach der Boss aus Zulaman geworden. Der diese Wolken und so beschwört, ne? Also WoW ist wirklich... Das ist so weird geworden alles. Tank ist in Retail die einfachste Rolle. M Plus wird ein bisschen schwer, weil man Route planen muss, aber macht auch Bock. Klingt doch gut. Einfachste Rolle. Das Beste, was mir passieren kann. Also jetzt müssen wir hier noch einmal rein und dann nochmal rausgehen. Danke für den Link, Dominus. Vielen Dank. Graumine taucht nochmal ins Shadowlands auf und dann kann man sie als Geisterpferd bekommen. Also ich hätte gerne den Geisterpferd Graumine. Aber kann ich die immer bekommen oder muss ich die... Die muss ich farmen. Also ich kann die immer noch bekommen. Die ist jetzt nicht für immer weg oder so. Richtig? Das ist immer noch möglich, sagst du. Braucht ihr etwas? Auf da.
Ich rede aber mit dem, oder? Ach nee. Komisch. Ist möglich. Cool. Ja, es gibt so viele Sachen, die ich tun muss. Und hier ist einfach so ein Teleporter. Und jetzt bin ich ein Goblin. Hä? Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich habe ein Problem. Mein PC im Zaun ist festgefroren, nachdem ich einen RAM-Riegel entnommen habe. Geht mein PC wieder. Jetzt ist der RAM wieder drin und es läuft auch wieder. RAM-Slot alle durchgetestet, also verbleibt der Fehler nur beim Mainboard. Und wenn ich mein Mainboard vertausche, kann ich auch direkt eine CPU bauen. Oh, das wird teuer. Das tut mir sehr leid. Ich hasse es so sehr, wenn mein PC irgendwie Probleme hat. Ich habe immer Angst. Jeden Tag wache ich auf und denke, bitte, bitte PC, bitte geh nicht kaputt. Das Schlimmste, was es gibt. Fehlersuche, wenn PC Schrott ist und Geld ausgeben müssen. Ein Plus sagt mir noch nicht zu, dieses Gehetze mag ich nicht. Das Ding ist, ich habe in Classic WoW halt sehr viel Speedrun-Content gemacht. Und ich denke, deswegen könnte mir ein Plus sehr gut gefallen. Wir haben halt diese Top 1 Spielzeiten Classic und so gemacht, deswegen glaube ich, ein Plus könnte sehr cool sein für mich. Genau, allein die Zeit, die man investieren muss, ja. Und man muss warten, bis die Teile ankommen und einfach nervig. Ich würde behaupten, bis zu M Plus kommen kannst du als Tank quasi einfach durchlatschen und leveln. Gerade mit Innis. So war das bisher auf jeden Fall, ja. Oh, wir sind ein Trainer. Ah, wir können da mehrfach reingehen. Meine Stimme ist gerade so weg. Holy moly. Und Kultiras. Cool. Also muss ich schnell tauschen und Geld investieren, damit der Panzer ist noch die Garantie ersetzen kann, genau. Cool, wir haben sie gemacht. Und wir haben einen neuen Talentpunkt. Wir nehmen mal das Licht mit, falls irgendwas schief geht. Und vielleicht wollen die Leute hier drinnen ja nochmal mitgehen. Das wäre cool. Hier kommt der Drache irgendwo, ne? Troll? Noch ein Troll. Gutiras. Ein Panda. Nehmen wir den Panda-Bären. Ich spiele nur noch M Plus als Heiler oder selten auch als Tank. Die tue ich mir der Meta nicht mehr an. Heal und Tank brauchst du immer. Das ist halt auch das, was ich mir gedacht habe. Also wenn ich M Plus spiele und ich streame M Plus, dann wird es ja schnell die Gruppen haben und nicht auf die Gruppen warten. Und ich denke, da ist Tank einfach das Wunderbarste. Ne? Und Tank hat mir in Speedruns auch immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen... Why not? Neue Schultern, cool. Wird bei dir völlig egal sein. Na gut, aber Tank macht mir schon Bock. Ne? Aber warum wird es egal sein? Tanz mal als Panda-Bär. Cool. Du kannst halt jede Season deine Klasse rerollen als DD für M+. Werde ich auch als Tank wahrscheinlich machen. Ne? Ah, du bist ja der Streamer. Ach so, wegen Streamer-Bonus. Ja, könnte sein. Aber ich habe trotzdem das... Das Ding ist halt, du weißt halt nie, ob ich Zuschauer habe, die mitwollen. Ne? Das ist so die Sache. Aber vielleicht. Mal gucken. Kannst du meinen Rogue Level 24 impfen? Gerne. Gerne, gerne. Ich würde gerne mitgehen. Okay, kommst du gerne mit. Gib mir deinen Namen. Fit Gamer. Die lade ich sofort ein. Don't Grinder, bist du auf dem gleichen Server? Bone Grinder. Nicht auffindbar. Du musst mir den Servernamen dazugeben. Blackrock. Hat es geklappt?